Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute esse ich einen Tag wie in meiner Kindheit. Ich freue mich richtig drauf. Ja, also Frühstück gab es bei mir tatsächlich nicht so richtiges. Ich weiß nicht warum, aber ich habe morgens nicht gefrühstückt. Das Einzige, was ich gefrühstückt habe, Nesquik-Kakao, es musste Nesquik sein. Eigentlich nicht der mit 30% weniger Zucker, weil den mochte ich nicht, aber in klein gab es nur den. Das Ganze wurde natürlich gemacht in einer meiner unzähligen Didl-Tassen. Ich bin nämlich in dieser Didl-Phase aufgewachsen. Wichtig war 2 Löffel Kakao. Schon bei diesem Anblick denke ich mir nur so, what? Und noch wichtiger, ein Strohhalm. Ohne Strohhalm konnte ich meine heiße Schokolade bzw. meinen Kakao nämlich nicht trinken. Ich weiß nicht warum. Ich bin so gespannt, wie das Glück schmeckt. Ich habe so lange schon keinen mehr getrunken. Dann kam da rein warme Milch, aber nicht zu heiß. Ganz wichtig, weil zu heiß schmeckte es nicht. Oh, das riecht so unglaublich nach Kindheit, auch wenn das da weniger Zucker war. Damals hatte ich da halt noch Zucker dann reingeschmissen, wenn es weniger Zucker war. Aber ich glaube, es ist schon okay, wenn ich darauf verzichte, oder? Ich glaube, ich werde es schon zu süß. Boah, das konnte ich so trinken. Oh, krass. Das schmeckt so krass schokoladig. Würde ich selber jetzt nicht mehr trinken, schmeckt mir nicht. Naja, später gab es dann immer ein Obst. Meistens so Pfirsich oder Banane oder Erdbeeren. Das ist eigentlich das Obst, was ich am allerliebsten mag. Und deswegen gibt es jetzt eine Banane. Weil ich gerade eine da habe. Also das gab es explizit so am Wochenende. Unter der Woche gab es ja Schulhause. Und da gab es dann meistens so ein Brot. Mega lecker. Ich muss sagen, ich hatte auch jetzt langsam Hunger. Es ist halb zehn. Und normal frühstücke ich ja mehr. Nicht der Inbegriff der Kindheit sind diese Bonbons. Hat mir meine Oma immer geschenkt und seitdem nenne ich sie auch immer Oma-Zuckerle. Also früher bekam ich die immer gehälftelt, beziehungsweise ganz, ganz früher sogar geviertelt. Jetzt esse ich natürlich das ganze Bonbon. Da ist schon ein bisschen geschmolzen. In der Tasche. Ist trotzdem lecker. Zeit fürs Mittagessen. Und neben normalen Nudeln, die ich aber gestern und vorgestern hatte, gehört definitiv zu meinem Lieblingsessen in der Kindheit Tortellini dazu. Ihr habt schon gesehen, das ist Prosciutto Crudo. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen und wohlgemerkt, es müssen immer die von Rana sein. Denn die anderen haben mir nicht geschmeckt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe jetzt nämlich immer die mit Spinat eigentlich gegessen. Und man muss sich mal vorstellen, da gibt es ja die größere Packung. Ich habe die große Packung die ganze alleine gegessen. What? Soßentechnisch gab es dazu Butter, also einfach so Butterschmalz. Und Parmesan-Käse. Ich bin jetzt gespannt, ob das genauso noch schmeckt wie früher. Definitiv ja. Vielleicht habe ich den Butter ein bisschen zu braun gemacht, aber ansonsten nicht. Aber ich muss sagen, ich würde jetzt aber die mit Spinat bevorzugen. Und klassisch wie früher immer, gucke ich dabei Fernsehen. Früher habe ich immer Schloss Einstein geguckt, heute ist es die Big Bang Theory auf Amazon. Ich habe Schloss Einstein so geliebt und der Eisverkäufer, der Bino, ist mein Nachbar. Ach, der Schauspieler. Ich muss die unbedingt wieder öfter so essen. Etwas, was ich früher immer gemacht habe, Nachtisch essen. Und zwar mache ich das jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ist mir aufgefallen. Ich habe mir extra dafür Milchschnitte gekauft, denn das war früher mein absolutes Lieblingsnachtischessen. Ich muss sagen, mittlerweile mag ich Kinderpinguin lieber.
Ich habe vergessen, wie gut die sind. Bei Kinderpinguin ist halt schokoladiger ist besser, aber die sind trotzdem gut. Diese Milchcreme ist leckerer, als ich in Erinnerung hatte. Ich durfte mir meistens was aussuchen, was ich trinken möchte. Also was ich früher unglaublich gerne getrunken habe, sind solche Trinkbäckchen. Also nicht Capri Sonne, sondern alles andere. Eigentlich hatte ich immer die von Zipperle, aber die gibt es glaube ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt die von Despa geholt und hoffe, dass sie hier genauso schmecken. Es musste immer Albicocca sein und durfte ja nichts anderes sein. Natürlich gab es da früher einen richtigen Strohhalm und keinen Pappstrohhalm mit einer Plastikverpackung. Boah, dieser Pappkartongeschmack im Mund. Ah, oh, das schmeckt eins zu eins mit Zipperle. Warum habe ich die so lange nicht mehr gekauft? Das ist ja richtig geil. Aber das ist eins zu eins Zipperle. Nicht Zipperle, Skipper hieß das Ding. Glaube ich. Das ist so richtig der Geschmack der Kindheit. Abendessenzeit. Und was ich als Kind und auch heute nur noch unglaublich gerne gegessen habe, ist Laugenbrot. Aber dieses Runde explizit habe ich früher geliebt und habe es mir schon so Ewigkeiten nicht mehr geholt. Und das Ganze werde ich auch schneiden und mit Mio-Kasteln bestreichen. Ich habe diese Mios geliebt. Ich muss sagen, ich esse sie jetzt momentan sehr, sehr selten, weil es Nestle ist. Das Brötchen teilen. Schön das Innenleben essen. Streichen. Ganz wichtig, der Rest, der auf dem Messer ist, muss abgeleckt werden. Und dann kommt der Deckel wieder drauf. Und so sieht's aus. Stellen wir uns jetzt mal der Frage, ob es noch so schmeckt wie in der Kindheit. Definitiv. Das hatte ich schon so lange nicht mehr.